Ja, schönen Mittag von meiner Seite. Damit Sie überhaupt dieses Thema ärztlicher Gesamtvertrag und einheitlicher Leistungskatalog einordnen können, diese Gesamtthematik, nämlich Effizienz, um die es geht, also bei dieser Session, vielleicht ganz kurz, also was tue ich in der österreichischen Gesundheitskasse? Ich bin zuständig also für den gesamten niedergelassenen Bereich, also das heißt also einerseits für Ärzte, für Zahnärzte, für MTD-Berufe, für Psychotherapeuten, Psychologen, Institute, CTMR-Institute, Kurereha-Einrichtungen und dergleichen. Wir geben in diesem Bereich ungefähr 5 Milliarden Euro aus pro Jahr. Und allein für den niedergelassenen Ärztebereich, für die Vertragsärzte, über 2,6 Milliarden Euro. Daher also der Bezug zu dieser Effizienzthematik. Und wenn es natürlich in diesem Bereich Ineffizienzen gibt, und das kann ich Ihnen garantieren, die gibt es genug, dann wirken sich die also massiv aus. Und daher also vielleicht also ganz interessant für manche, also dieser Weg zum einheitlichen Leistungskatalog. Wie gesagt, obwohl es nur ein kleiner Ausschnitt ist aus der Gesamtthematik jetzt, aber vielleicht zur Ausgangssituation zunächst. Also wir haben über die Gebietskrankenkassen mit den regionalen Ärztekammern haben wir Gesamtverträge regional vereinbaren. Ein ärztlicher Gesamtvertrag ist so etwas wie ein Kollektivvertrag. Dort werden also die Rechte und die Pflichten der Ärzte und Ärztinnen geregelt, Honorierung, Stellenplanung und dergleichen. Und diese Gesamtverträge sind eben abgeschlossen worden von den regionalen Gebietskrankenkassen mit den regionalen Ärztekammern. Völlig unterschiedlich, jahrzehntelang gewachsen, so wie sie es die regionalen Partner ausgemacht haben. Das ist die Situation, die wir jetzt haben. Mit der Fusion der Gebietskrankenkassen zur österreichischen Gesundheitskasse haben wir auf der Einkäuferseite, also auf der Kassenseite, eine Zentralisierung erlebt. Allerdings auf der Anbieterseite, nämlich auf der Ärzteseite, gibt es diese Zentralisierung nicht. Das heißt also, die Ärztekammern sind immer noch regional organisiert, sie haben immer noch ihre Gesamtvertragskompetenzen, Honorarverhandlungskompetenzen und wir haben jetzt die Situation, dass wir als zentrale Kasse mit 9 regionalen Ärztekammern Honorarverhandlungen führen und über diese Schiene einen einheitlichen Leistungskatalog herstellen sollen. Und man muss noch dazu sagen, dass ja die österreichische Ärztekammer, die es auch gibt in diesem Konzert, dass die also deren Meinungsbildung, deren Willensbildung von den regionalen Ärztekammern bestimmt wird. Das heißt also, eine österreichische Ärztekammer kann mit uns gar nichts abschließen, wenn nicht die regionalen Ärztekammern ihren Sanktus dazu geben praktisch. Und was wir jetzt probieren praktisch jetzt, ist halt einfach in jährlichen Honorarverhandlungen bestimmte Harmonisierungen herbeizuführen, zumindest jetzt einmal bei den Honoraren. Es kann natürlich nicht sein, wenn die österreichische Gesundheitskasse in einem Bundesland abschließt mit einer Tarifanhebung von 5%, in einem anderen mit 8%, in einem anderen mit 10%, also das geht sich nicht aus. Natürlich, die Forderungen der regionalen Ärztekammern gehen in die Richtung höchste Abschlüsse und wenn irgendeine Kammer höher wo abgeschlossen hat, dann also Nachholung dieser Abschlüsse. Das heißt also, wir sind derzeit in einem wirklich zähen Verhandlungsprozess und mir kommt die Geschichte so vor wie Simultanschach auf 9 Bretteln, aber sogar mit unterschiedlichen Figuren und mit unterschiedlichen Regeln. Das ist so die Situation und das ist nur der Ärztebereich. Also ja. Was sind von dieser Ausgangslage abgeleitet die Zielsetzungen ganz kurz? Wir als ÖGK wollen jedenfalls einen bundesweit einheitlichen Leistungskatalog, allenfalls mit regional gewissen Abweichungen. Es kann sein, dass man in einem Bundesland, zum Beispiel in Tirol, wo die ganz andere Situation haben wie in Wien, dass man sagt, bestimmte Leistungen müssen dort beim Allgemeinmediziner angeboten werden, die es in Wien überhaupt nicht braucht, weil in jeder Ecke oder fast in jedem Haus irgendwo Facharzt sitzt. Das heißt, solche Differenzierungen kann es schon geben, aber grundsätzlich wollen wir einen bundesweit einheitlichen Leistungskatalog. Und wo eben alle Leistungen drinnen sind, die im niedergelassenen Bereich sinnvollerweise zu erbringen sind. Also nicht drinnen sein sollen Leistungen, wo man sagt, also da haben wir genug angeboten, sinnvollerweise ist das in den Krankenhausambulanzen, weil das von der Qualität her dort sinnvoll ist, oder in Ambulatorien, weil das von den Skaleneffekten und von den Synergieeffekten günstig ist und dergleichen. Aber was jetzt was im niedergelassenen Bereich qualitativ hochwertig sinnvollerweise erbracht werden soll, das gehört in diesen Leistungskatalog hinein und das soll als Sachleistung, ist also ein Terminus zur Erklärung, also früher hat man gesagt auf Krankenschein, jetzt sagt man auf E-Card, also ohne direkte Zahlung durch die Versicherer erbracht werden.
Und die Umsetzung soll eben über einen einheitlichen Gesamtvertrag erfolgen, der dann eben auch eine einheitliche Honorierung dieses einheitlichen Leistungskataloges umfasst und der auch eine Verpflichtung umfassen muss, dass diese Leistungen, die wir da drinnen haben, dann tatsächlich erbracht werden. Es geht dann nicht, dass wieder einzelne Ärzte sagen, mag ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht, und dann haben wir wieder eben die Abdeckung dieses Versorgungsauftrages nicht. Also es geht uns also um einen einheitlichen, verbindlichen Versorgungsauftrag. Und dafür braucht es aus unserer Sicht einen vereinbarten Finanzierungsrahmen, der eben zur Verfügung steht, weil wenn man nur den Katalog macht, nur ein Honorierungssystem macht, dann kann ich ja jetzt bei einem neuen Honorierungssystem das Doppelte rauskommen als wie bisher oder die Hälfte rauskommen wie bisher. Das heißt, für beide Seiten braucht es also diese Absicherung. Und ich sage gleich da an dieser Stelle dazu, und das geht aus meiner Sicht nur mit der österreichischen Ärztekammer, mit einem zentralen Ansprechpartner. Es ist aus meiner Sicht denkunmöglich, dass ich mit 9 regionalen Ärztekammern einen bundesweit einheitlichen Leistungs- und Honorarkatalog abschließe. Das ist völlig unmöglich, ja. Nur, das müssen Sie bei der Ärztekammerseite einmal drüber bringen. Ich habe schon die Willensbildungssituation dort gesagt. Jetzt, und der Gesetzgeber schreibt so ins Gesetz hinein, macht seinen einheitlichen Gesamtvertrag mit der österreichischen Ärztekammer, sagt aber da A, aber B sagt er nicht, nämlich B in diesem Sinne, dass nämlich dann die Gesamtvertragskompetenz auf der Ärztekammerseite eben auch zentralisiert werden muss. Und Beispiele gibt es zum Beispiel bei den Zahnärzten, dort hat man das schon entsprechend gemacht. Also diese ist natürlich jetzt eine Diskussion innerhalb der Ärztekammer. Das ist eine politische Diskussion, die zu führen ist und aus meiner Sicht führt an dieser Zentralisierung der Verhandlungskompetenz auf der Ärztekammerseite kein Weg vorbei. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Ja, wie versuchen wir jetzt in dem jetzigen System praktisch, ohne dass es diese zentrale Kompetenz gibt, so einen einheitlichen Leistungskatalog herbeizuführen. Also das heißt, die österreichische Ärztekammer hat uns einen Vorschlag für den sogenannten ELK. ELK ist einheitlicher Leistungskatalog, schon im Sommer 2021 übermittelt. Da haben sie einen 2- oder 3-jährigen Prozess mit den Fachgesellschaften durchgeführt. Der Katalog ist so dick und hat ungefähr 2000 Leistungen drinnen, die aus Sicht der niedergelassenen Ärzte schafft, praktisch jetzt im niedergelassenen Bereich erbracht werden sollte. Also 1400 Leistungen ungefähr, also und 400 oder 500 Laborleistungen praktisch. Ja. Und dann haben sie gesagt, die Ärztekammer, okay, das ist jetzt unsere Vorstellung, aus dem Katalog heraus pickt euch das heraus, was ihr finanzieren wollt, was ihr finanzieren könnt, was ihr niedergelassenen Bereich haben wollt. Sie sagt dazu, das, was dann nicht, was ihr nicht herauspickt, also das wird dann im Privatbereich verrechnet, also sogenannter kassenfreier Raum, also wird dem Patienten privat verrechnet. Wir haben diesen Katalog genommen und haben ihn einmal verglichen mit den bestehenden Leistungskatalogen, mit den regional bestehenden Leistungskatalogen. Das ist eine Monsterarbeit, ein Megaprozess, weil es ja jede Leistung, die in diesem einheitlichen Leistungskatalog, den ich da sogar in der Tasche habe, die da drinnen steht, ist völlig anders textiert als die Leistungen in den einzelnen regionalen Gesamtverträgen textiert sind jetzt. Und die sind wiederum alle anders textiert, als sie in einem anderen Bundesland textiert sind. Das heißt also, du weißt jetzt einmal nicht einmal, beziehungsweise ist das ein riesiger Prozess, also an dem wir immer noch arbeiten, dass du überhaupt einmal feststellst, so was von diesen Leistungen im einheitlichen Leistungskatalog haben wir nicht eh schon drinnen in unseren Leistungskatalogen, heißt halt nur anders praktisch, und was ist wirklich neu. Ja, wir haben jetzt in einem mühsamen Prozess einmal herausgefunden, dass vielleicht, sage ich einmal, 240 Leistungen ungefähr wirklich neu sind, aber viele Leistungen haben wir eben in manchen Bundesländern drinnen, in anderen Bundesländern nicht drinnen. Aber selbst wenn jetzt dieser Abgleich fertig ist und wir wissen jetzt, okay, das wollen wir aus diesem einheitlichen Leistungskatalog, machen wir einen Ausschnitt, wenn das große Bild ist, und dann machen wir einen Teil, wo wir sagen, das haben wir woanders, das wollen wir nicht, oder das ist Komplementärmedizin, die wir nicht wollen, oder das ist, irgendeine Privatleistung, die wir nicht wollen, dann haben wir einen neuen einheitlichen Leistungskatalog, dann haben wir aber erst den Leistungskatalog, dann wissen wir, das wollen wir einkaufen. Und das sollte erbracht werden in ganz Österreich einheitlich. Die Frage ist aber, wie honorieren wir das? Und da ist eine ganz interessante Diskussion, Herr Professor, so dann über die Vergütungssysteme dann, aber das ist ja gesagt, das Vergütungssystem ist nur meine eigene Geschichte, da könnte man den ganzen Tag füllen damit. Aber wir brauchen ein völlig neues Honorierungssystem praktisch, um also diesen einheitlichen Leistungskatalog auch zu bepreisen und dann eben auch abbrechenbare Leistungen zu machen. Und
Ich sage es nur einmal, ein Einbau dieses einheitlichen Leistungskataloges, dieser Leistungen in die bestehenden Honorarordnungen ist faktisch unmöglich, weil man wissen müsste, was ist denn da schon drinnen und was nicht drinnen ist, wie passt das dazu zu diesem System, das passt in einem Bundesland ganz anders zum System als in einem anderen. Und dann muss so ein einheitliches Honorierungssystem, wenn man es entwickelt hat, dann muss es also aus unserer Sicht natürlich, abgesehen von Leistungsausweitungen, vom Bewussten, muss jetzt irgendwo wertneutral sein. Ich kann nicht hergehen und kann also durch die bloße Transformation jetzt also der bestehenden Leistungskataloge und Honorierungssystem in ein einheitliches Honorierungssystem, kann ja nicht dadurch alleine schon, was ich hunderte Millionen Euro mehr zahlen. Das heißt also, unser Zugang ist ganz klar, soweit es keine Leistungsausweitung gibt und keine Leistungsverbesserung gibt für die Patienten und für das System, so lange muss das wertneutral sein praktisch. Das heißt also, für das wollen wir dasselbe Geld ausgeben als wie bisher. Aber wenn es zusätzliche Leistungen gibt, ich habe gesagt, 42 neue Leistungen, die dann vielleicht auch spitalsentlastend sind im Regelfall und die Patientenversorgung verbessern, da sind wir auch bereit, zusätzliches Geld dafür auszugeben, wobei wir dann die Auffassung vertreten, da braucht dann ist auch natürlich auch Finanzmittel, die dann auch von der Bundesseite irgendwo vielleicht aus dem Finanzausgleich zu uns herüber transferiert werden. Und ich sage es nur mal, es braucht also einen verbindlichen Finanzierungsrahmen, weil wir dann, wenn ich jetzt 2,6 Milliarden ausgebe und dann sage ich, und für neue Leistungserweiterungen, für mich sage ich 400 Millionen dazu, dann haben wir 3 Milliarden, dann muss ich aber durch die neuen Honorierungssysteme sicherstellen, dass ich wirklich 3 Milliarden ausgebe und nicht 3,5 oder 4 oder von der Ärztekammerseite auch nicht 2,5 dann, weil die würden dann sagen, also das passt nicht und wir würden in der anderen Seite sagen, dass es nicht passt. Das heißt also, selbst wenn dieser Prozess der Leistungsdefinition fertig ist, haben wir die Aufgabe, daraus ein Honorierungssystem zu machen, ein völlig neues, haben die Aufgabe, dieses Honorierungssystem mit einem Verhandlungspartner zu vereinbaren, den es noch nicht gibt, der die Kompetenz dazu gar nicht hat, und dann mit dem auch auszumachen, das ist der Finanzrahmen, der neue, der zur Verfügung steht. Diesen Finanzrahmen haben wir dann, wenn das 3 Milliarden Euro sind, dann zum Beispiel pro Jahr auf die Bundesländer herunterzubrechen. Da wird jedes Bundesland ganz genau schauen, ja, wie passt denn das mit meiner bisherigen Summe zusammen? Und das ist der Prozess, einmal nur kurz aufgerissen. Und weil die Diskussion auch immer wieder kommt, naja, könnte man denn nicht, oder sollte man denn nicht diesen einheitlichen Leistungskatalog gar nicht im Verhandlungsweg definieren, sondern könnte das nicht zum Beispiel die GÖG machen und wir verordnen diesen einheitlichen Leistungskatalog dann zum Beispiel über den ÖSG und damit ist klar, das ist österreichweit im niedergelassenen Bereich zu erbringen, ist ja auch eine Möglichkeit, eine theoretische, aber wenn ihr aufgepasst habt, wir sind dann bei der Stelle, dass wir einen einheitlichen Leistungskatalog haben, aber die Frage, wie honorieren wir diese Leistungen dann und wie finanzieren wir diese Leistungen, stütze dort natürlich genauso, weil ich brauche ja, egal wo der einheitliche Leistungskatalog herkommt, ich brauche jemanden, der diese Leistungen in der Praxis erbringt und abwickelt und der will dafür ein entsprechendes Geld. So, das ist jetzt nur, ich möchte auch die entsprechende Zeit haben, also für die Diskussion nämlich, die vielleicht dann diesbezüglich doch gewünscht ist und daher höre ich an dieser Stelle auf, da könnte man noch einen halben Tag reden und vielleicht aber anknüpfen an Sie, Herr Professor, zum Vergütungssystem praktisch. Das wäre eine ganz eigene Frage, wie vergüten wir denn diese neuen Leistungen? Da gibt es, Sie haben es ja völlig richtig gesagt, also es gibt ja eine Unzahl von Vergütungsmöglichkeiten, Einzelleistungsvergütungen, Pauschalvergütungen, PV-Performance und so weiter. Jedes dieser Vergütungselemente hat natürlich Anreizwirkungen, völlig unterschiedlich jetzt, auf die man dann Rücksicht nehmen muss. Mir schwebt vor, dass man also von diesem Einzelleistungsvergütungssystem, das derzeit doch sehr verbreitet ist in unseren Honorarordnungen, weggehen und hingehen in ein gemischtes System. Einerseits Grundpauschale, die halt dann praktisch jede Praxis bekommt, also abhängig davon, wie viele Ärzte halt dann da drinnen sind, also eine Dreiergruppenpraxis logischerweise mehr als eine Einzelpraxis praktisch, dann Fallpauschalien, die halt dann Rücksicht nimmt auch darauf, wie viele Patienten werden betreut, weil ich muss einen Unterschied machen, ob das eine Praxis ist, die man im Quartal 1000 Patienten betreut oder zum Beispiel nur 500 Patienten und dann einige Leistungen, wo man sagt, die will ich unbedingt anreizen, die will ich fördern, Vorsorgeuntersuchungen beispielsweise, Disease-Management-Programme, Therapie aktiv und dergleichen, solche Dinge.
Aber auch das ist natürlich eine riesige Diskussion, weil dieses System wieder völlig abweicht von den bisherigen Systemen und wenn natürlich dann von der Ärzteseite, von der Anbieterseite wieder kommt, die einen sagen, naja, ich möchte schon, dass meine Leistungen mehr bewertet werden, ich will leistungsorientiert bezahlt werden, andere sagen wieder, nein, ich will mehr pauschal bezahlt werden. Wir wissen, wenn man eine Pauschale festlegt, muss ja irgendwelche Qualitätssicherungsmaßnahmen treffen, damit dann die Leistung wirklich erbracht wird, weil die schlechteste ist, ich bekomme eine Pauschale und tue dann nichts mehr, weil ich die Pauschale sowieso so bekomme ich jetzt also, und das ist die Thematik, die sich da in diesem Bereich abspielt. Und da möchte ich also jetzt einfach einmal aufhören und dann stehe ich für Diskussionen gerne zur Verfügung. Dankeschön.